Willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist der 19.02. Viele von euch wissen, was es bedeutet. Und wir haben gerade 7.15 Uhr. Die Uhr ist irgendwie, keine Ahnung, die ist hängen geblieben. Heute habe ich Geburtstag. Ich bin gerade eben schon ganz kurz auf Instagram gewesen, habe schon gesehen, wie viele mich in ihrer Story markiert haben und wie viele Beiträge gepostet haben mit Happy Birthday. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich werde mir das später alles in Ruhe angucken. Aber jetzt werde ich mich erstmal fertig machen. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich meinen Führerschein gemacht habe. Ich darf heute das erste Mal alleine Auto fahren und ich werde gleich Max abholen, dann werden wir zusammen zur Schule fahren. Cool ist, ich habe gestern Abend nochmal auf unseren Vertretungsplan geguckt und wir haben heute 2 Stunden Auswahl, und zwar die ersten. Das heißt, wir haben nicht zur ersten, sondern wir haben zur dritten und die letzte Stunde fällt auch noch aus. Also haben wir anstatt 7 Stunden 4 Stunden und es kann auch sein, dass 2 weitere noch ausfallen. Das werden wir aber später erst erfahren und dann hätten wir aber nur 2 Stunden. Gestern hatten wir auch nur 2 Stunden. Diese Woche ist irgendwie ganz viel Ausfall. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt erstmal fertig. Um 6:30 ist meine Mama mit meiner Schwester übrigens schon hier reingekommen. Da haben die mir Rosen gebracht und einen Donut mit Happy Birthday Kerzen. Und dann durfte ich die auspusten und die haben für mich gesungen. Und das war richtig, richtig süß. Und die Rosen sind voll schön. Die sind noch von Max zum Valentinstag, aber die werden langsam leider schlecht. Ich hatte die extra mit, Haarspray angesprüht, weil ich dachte, die halten da länger. Aber irgendwie sind die nur komisch geworden. Jetzt habe ich das gelernt. Das werde ich jetzt nicht nochmal machen. Und hier hängt schon seit ungefähr einer Woche auch das Geschenk von meinem Vater. Da sind wir nämlich zusammen zu Pandora gegangen und ich durfte mir etwas aussuchen und darf es heute dann endlich aufmachen und auch tragen. Was es dann aber geworden ist, werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Dazu mache ich nämlich noch ein extra Video. Beziehungsweise, wenn ihr ein Geschenke-Video wollt, also was ich zum Geburtstag bekommen habe, dass ich euch das zeige, dann hinterlasst dem Video gerne mal einen Daumen nach oben. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Schade, gerade eben hat sie gesungen, aber dankeschön. So, ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht. Ich frage mich, warum ich hier rot bin. Meine Haut ist in letzter Zeit irgendwie, ich weiß nicht, was mit der los ist. Die geht gerade momentan richtig ab. Aber das hier ist mein Outfit für heute. Ich habe einfach so einen Strickpullover, dann einen Gürtel und diese Hose hier. Und dann ziehe ich auch noch weiße Schuhe an. Und ja, ich würde sagen, ich steige jetzt ins Auto und fahre los. Das wird richtig, richtig komisch sein. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, es wird einfach so, so komisch sein. Ich bin schon einmal gefahren, wo meine Mom einfach hinten saß und es war auch schon so ungewohnt. Jetzt frage ich mich, wie es ist, so ganz allein zu fahren. Aber das werden wir jetzt herausfinden und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal zu Max. Ich wollte gerade los. Also ich habe gerade die Kamera ausgemacht und habe die Nachricht bekommen, dass bei uns noch weitere 2 Stunden ausfallen. Heißt, es fallen insgesamt 5 Stunden aus und ich habe heute nur 2. Und davon halt Geschichte und Physik. Ja, 2 Stunden Unterricht heute und gestern. Ist auf jeden Fall schon richtig geil und ich würde sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall los. So, ich sitze jetzt im Auto und ich würde sagen, ich fahre los. Es ist so ungewohnt, das ist echt, keine Ahnung, ich habe dafür kein Wort und ich würde sagen, ich melde mich dann gleich, wenn ich wieder bei Max bin. Beziehungsweise, wenn ich bei Max angekommen bin. So, ich bin heil bei Max angekommen. Du hast es überlebt. Ich habe es überlebt, aber nein, das war gar nicht, also ich habe gar nichts befürchtet, weil ich fahre jetzt schon über ein Jahr und das ist, also langsam habe ich es drauf, würde ich sagen. Aber es war so komisch, alleine zu fahren. Ich habe erstmal das Radio angemacht, weil es irgendwie so leise war. Ich bin jetzt angekommen. Ich krieg das Lachen nicht aus dem Gesicht. Ja, aber wir haben nur 2 Stunden. Das ist cool. Das ist echt cool. Und ich habe das hier gefunden. So, wir frühstücken gleich noch etwas. Und Max macht hier richtig leckeren, frisch gepressten O-Saft. Dankeschön. Willst du das machen? Oh, nee, nein. Mann, da war irgendwas. War es zu schwach? Nee. Ich habe das auch versucht, aber ich brauche viel länger als Max, weil ich einfach nicht so viel Kraft habe. Guten Appetit. So, Schule ist mittlerweile vorbei und wir sind bei Edeka. Das und war so ein langer Schultag, Mann. Gerade einen ja eben so anstrengend und so ein langer Schultag. Da muss ich den Taxiservice hier direkt einmal aus, damit wir direkt einkaufen können. Genau, und jetzt gehen wir noch ein bisschen einkaufen und essen dann bei Max. Wir haben gerade mal 11:30. Und ich habe übel Hunger. Dann gibt es später nach Hause für mich. So, wir sind wieder bei Max angekommen, haben den Einkauf ausgeräumt und wir sind gerade nach Hause gekommen, es fängt an zu regnen. Davor, die ganze Zeit in der Schule, also die ganze Zeit, wir waren da ja nur 2 Stunden, hat die ganze Zeit die Sonne geschienen und jetzt, wo wir nach Hause kommen, regnet es. So sieht jetzt mein Salat aus. Da kommt gleich noch Karotte drauf. Da ist immer Avocado, Tomate, Gurke und Salat und dann noch ein Dressing. Und das hier ist Max Salat, einfach nur Gurke und Salat. Bist du satt? Ja. Nee, aber wir haben hier unten noch so eine Art Curly Fries reingemacht. Das fokussiert gerade nicht, aber das riecht schon richtig gut. Oh, dann essen wir gleich und gucken Netflix. Gerade eben noch gesagt, das Wetter wird langsam blöd und jetzt scheint hier wieder vollkommen die Sonne rein und es hat aufgehört zu regnen. Ich würde sagen, guten Appetit. Wir essen jetzt übrigens nur etwas Leichtes, weil wir später noch ins Restaurant gehen. Und ja, da gibt es dann auch nochmal richtig viel leckeres Essen. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Meine Schwester ist gerade mit Bällchen rausgegangen und meine Mom arbeitet noch. Ich werde mich jetzt einmal umziehen und dann noch ein paar Hausaufgaben machen, weil wir zum Morgen doch noch etwas aufhaben und das muss einfach gemacht werden. Deswegen mache ich das jetzt. So, wir haben uns jetzt fertig gemacht und fahren los.
Ich habe so eine richtig schöne Bluse an und eine Hose. Und ja, ich freue mich schon aufs Essen. Freust du dich auch? Ja. Mega, ne? Mama hat auch schon riesen Hunger. So, wir sind jetzt hier im China-Restaurant. Und hi. Max haben wir natürlich auch eingesammelt. Hi. Wir haben jetzt schon hier Essen. Ich habe einmal gebraten, Nudeln, Bohnen, Kartoffeln, Frühlingsrollen. Und hier habe ich mir ein bisschen Gemüse anbraten lassen. Max hat ganz kreativ Pommes. Ja, standardmäßig. Das mache ich immer hier. Wings und noch ein bisschen Fleisch angebraten lassen. Und Mama und Angie holen sich gerade noch was zu essen. Und dann essen wir. Ich habe schon richtig, richtig Hunger. Safe. So, ich weiß nicht, wieso wir jetzt nochmal bei McDonald's fahren. Weißt du das? Also spontan entscheiden. Spontan. Genau. Hier, das Milchshake, Eis. Perfekt. So, wir sind wieder zu Hause, haben Max zu Hause abgeliefert und ja, ich habe mich jetzt schon etwas fertig gemacht, werde mich gleich noch abschminken und alles und dann werden wir den Abend mit dem Bachelor abschließen, wir haben ja heute Mittwoch und ich dachte mir, ich nehme euch morgen auch noch mit, weil das morgen auch ganz lustig werden könnte, weil Max und ich nach der Schule nochmal nach einem Hemd für ihn gucken werden für meinen Geburtstag und danach gehen wir auch noch mein Auto waschen und da dachte ich, ich nehme euch einfach nochmal mit. Und ja, deswegen sehen wir uns morgen, beziehungsweise für euch genau jetzt. So, es ist mittlerweile der nächste Tag. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen fertig gemacht und werde jetzt losfahren, Max abholen. Und dann geht's in die Schule. Wir haben heute 6 Stunden. Die erste ist wieder ausgefallen, heißt, wir haben gerade so 2. Und ja, ich melde mich dann nach der Schule, wenn es dann auf den Weg geht, Max ein Hemd zu holen. Übrigens habe ich gestern beim Chinamann noch so eine Kerze bekommen und dazu halt noch so Essstäbchen. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich beim China-Restaurant bin, werde ich richtig wie ein Profi mit Stäbchen essen können. Wir holen gleich ein Hemd für Max. Schule ist übrigens schon vorbei. Und wir waren kurz bei McDonald's, weil wir so Hunger haben. Wir haben jetzt eine Cola. Ich habe mir, wie heißen die? Gitterkartoffeln oder so. Und Max hat sich ein Wrap bestellt. Und ich würde sagen, ach, das ist ja perfekt. Ich würde sagen, das essen wir jetzt. Ich habe schon mega Hunger. Guten Tag, wir haben schon ein paar Tage später. Und ich wollte euch eigentlich mit zum Auto waschen nehmen. Wir haben mein Auto gewaschen, jedoch habe ich vergessen, es aufzunehmen. Ja. Habe ich sehr gut gemacht. Ich weiß, wir sind gerade bei Max, haben uns gerade fertig gemacht. Wir haben gerade 9 Uhr und fahren jetzt noch Ballons holen. Heute ist übrigens Samstag, heute feiere ich meinen Geburtstag mit meiner Familie. Ja, und deswegen fahren wir jetzt einmal Ballons holen. Ein bisschen was zum Knabbern, also Chips und so Brezeln oder so. Und, achso ja, ich wollte nochmal nach silbernen Ballons gucken. Und dann zeige ich euch gleich auch nochmal die Halle. Und ansonsten nehme ich euch gleich noch mit, wenn wir die ganzen Sachen holen. Ob das reicht? Ich weiß Nein. es nicht. Auf jeden Fall brauchen wir noch so ein paar Brezeln oder so. Das Auto ist, by the way, blitzblank. Also das ist super sauber hier. Ja, genau. Und von außen sieht es halt eben genauso sauber aus. Ne, Chrissy? Ja. Haben wir super gemacht, ne? Richtig gut gemacht. Auch hier hinten ist übrigens alles clean. Auch der Kofferraum, alles. Von außen glänzt es. Alles Beste. Wir haben es super gut sauber gemacht. Und ich sag dir, in 2 Tagen ist es wieder dreckig. Nein. Spätestens. Nein. Wir sind jetzt hier bei einem Bastelgeschäft und meine Mom hat so Luftballons mit Helium bestellt. In Form einer 18, die sollen relativ groß sein. Mal gucken, ob wir die hier in mein kleines Auto reingequetscht bekommen. Ich würde sagen, ich stelle meine Kamera auf und dann werdet ihr das Ganze sehen, ob wir das reinbekommen. So wie ihr vielleicht jetzt erkennen könnt, es hat mein Auto gepasst. Da ist sogar noch ganz schön viel Platz. Also wir hätten noch eine 3. Person mitnehmen können und jetzt geht's. Max nach Hause bringen, dann kurz zu meinem Papa. Wir haben gestern die Leine von Bellador vergessen. Und dann geht's. Dann geht's zur Halle. Wir sind gerade nochmal tatsächlich bei McDonald's. Yay. Und zwar gibt's da immer so ein Frühstück, ein paar Sachen. Weiß gar nicht mal was. Wegen Max Video bei McDonald's gewesen, nicht weil genau. wir es wollten. Ja, genau. Also ich habe mir jetzt irgendwie so ein. Was war? Ich weiß nicht mehr, was geholt. Was hast du nochmal geholt? Ich habe so eine Teigtasche mit Käse und Tomate. Und ich weiß nicht mehr, was ich geholt habe. Irgendwas mit Bacon. Bacon. Auch irgendwie so eine Teigtasche mit Bacon. Irgendwas mit Bacon. Käse. Und das war auf jeden Fall. Ich hoffe, es ist lecker. Ich habe es nie vorher gegessen. Aber ich meine, McDonald's am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Achso, du fährst bis nach Hause übrigens. Danke für den Taxi-Service. Gerne. So, wir sind jetzt in der Halle. Ich zeige euch einmal eine kleine Roomtour, was wir hier schon gemacht haben. Ihr seht schon, im Hintergrund sind richtig viele Ballons. Ich zeige euch das Ganze mal. Das ist einmal ein richtig großer Saal. Da kommt später Musik und alles hin. Hier hängen überall schon Luftballons. Da auch eine 18 und hier haben wir eine Fotoecke. So sieht das Ganze aus. Da kommt später die Kamera rauf. Und hier gibt es auch noch so eine Teile. Dann kann man hier richtig coole Bilder machen. Und ja, ansonsten ist da noch ein bisschen Tanzfläche. Und hier sind dann die Tische. Einmal so ein Tisch und so ein Tisch. Der Ballon ist schon irgendwie voll am runterfallen. Also da ist eigentlich auch Helium drin. Aber irgendwie will er nicht so ganz.
Naja, okay. So, es sind schon wieder ein paar Tage später, beziehungsweise wir haben sogar jetzt schon meinen Geburtstag gefeiert. Wir haben nicht gerade Sonntag, gestern war die Feier und ja, wir haben 10 Stunden durchgefeiert, also von 3 bis 1 Uhr ging es, beziehungsweise ich bin um 1 Uhr nach Hause gefahren mit Max, weil wir so kaputt waren. Meine Mom und noch ein paar andere Gäste waren tatsächlich bis 3 Uhr dort und genau. Ich wollte nur nochmal das Video beenden, euch kurz meine Schuhe und mein Kleid zeigen. Ich blende euch mal hier ein Bild ein, wie das Kleid aussieht. Ja, wollte mal ein langes Kleid ausprobieren. Ich hatte noch nie so ein richtig langes Kleid an. Es war definitiv ein mega schönes Kleid. Je nachdem, wie man im Licht stand, war es entweder lila oder blau. Und die Schuhe, die ich dazu anhatte, die man eigentlich gar nicht gesehen haben, waren auch traumhaft schön. Ich zeige sie euch mal. Und zwar sind das die Schuhe. Ich habe 4 Stunden drauf ausgehalten. Die glitzern natürlich auch komplett. Ich habe 4 Stunden drauf ausgehalten. Danach waren meine Füße jedoch tot. Auch heute Morgen habe ich es noch gespürt. Meine Füße sind sowas von kaputt. Aber es war eine sehr, sehr schöne Feier. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ja, an der Stelle würde ich auch das Video beenden. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn ihr öfter Vlogs sehen wollt, hinterlasst ein Video gerne Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Und dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und in die Infobox zu gucken. Da findet ihr nämlich einen Link zu meinem Instagram-Account. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!